Meinst du auch, dass wir viel zu viele Entscheidungsträger haben, die alle nur die Theorie kennen? Das sind eigentlich wenig Unternehmer oder Menschen vom Fach, die eigentlich die ganzen Vorschriften und Gesetze machen, oder? Das ist richtig, so wie du das sagst. Es gibt ja heute, wie gesagt, ich sage das immer wieder und ich sage es auch gern, heute wird ja in jedem Haushalt wird studiert. Das hat es ja früher nicht gegeben. Früher hat man wirklich noch einen handwerklichen Beruf gelernt und die Leute haben genau gewusst, wie was funktioniert. Heute wird nur noch studiert, wo ich auch gegen ein Studieren nichts habe, aber die Praxis fehlt. Und dann stehen diese jungen Leute irgendwann ganz, ganz vorne und wissen natürlich gar nicht, um was es wirklich bei einer richtigen Arbeit und beim richtigen Unternehmen geht und wie ein richtiges Unternehmen auch geführt wird. Sie kriegen Vorlagen und nach diesen Vorlagen halten sie sich. Und da gibt es viel zu viele Regulierungen. Man muss es einem Unternehmer leichter machen, dass er Freude dazu hat, allein die Freude dazu hat, sich zu bemühen, selbstständig zu werden. Und das geht nur, wenn diese Regulierungen wegfallen. Wir haben ja viel zu viele Regulierungen. Dass irgendwas geordnet sein muss, dagegen hat ja niemand was. Aber nach und nach findet man immer wieder was Neues und das kann es nicht sein.